Man muss sich vorstellen, dass ein Instrument aus, eine Geige aus 420 Gramm Holz besteht. Das ist so viel wie 4 Tafeln Schokolade. Es ist fast nichts. Es ist ganz leicht. Und aus diesem bisschen Holz kann man eine Box bauen, auf der nachher ein Beethoven-Violinkonzert gespielt wird. Fantastisch, oder? Das ist fantastisch. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr, sehr fasziniert. Jeden Tag habe ich Lust, in meine Werkstatt zu gehen. Es gibt keinen Tag, wo ich das nicht gerne mache. Wunderschön. Als ich 13 Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern in ein Konzert gegangen und ich konnte den Solisten sehen und er hat auf dem Cello gespielt. Und ich war so fasziniert davon, wie das Instrument geklungen hat und wie es ausgeschaut hat. Und ich habe gewusst, ich muss lernen, Cello zu spielen und ich muss lernen, wie man das baut. Ich habe so eine starke Hingezogenheit zu dem Material. Ich liebe es einfach und ich liebe, mit den Händen zu arbeiten. Ich denke, das ist die Basis dafür, damit man gute Dinge erstaunlicherweise eine Erfindung, die Geige, die schon von Anfang an so gut wie perfekt war. Als die Geigen vor 300, 400 Jahren erfunden wurden, es hat sich deswegen nicht mehr sehr viel geändert, weil es einfach von Anfang an perfekt war. So orientieren wir uns natürlich sehr, sehr häufig an klassischen, berühmten Instrumenten, wenn wir welche bauen. Das Instrument, was wir bauen, ist jedes Mal eine Interpretation davon. Ist es eine der schwierigsten Aufgaben, überhaupt ein gut klingendes, fantastisches Konzertinstrument zu bauen? Einfach weil es so wahnsinnig viele Parameter gibt, die es zu kombinieren gilt. Es ist die beständige Suche nach dem perfekten Klang und nach der schönsten Geige, die man je gebaut hat. Die erste Geige, die ich komplett selber gebaut habe und fertiggestellt habe. Und ich war wahnsinnig stolz, als ich dort die Saiten aufgezogen habe und die zum ersten Mal gehört habe. Und in meiner Erinnerung klingt sie super fantastisch, aber ich möchte sie heute nicht unbedingt hören. Ich glaube, heute klingen meine Geigen besser. An jeder Ecke eine Abzweigung, wo man sich entscheiden kann oder muss, wohin es klanglich geht. Weil selbstverständlich entwickelt man mit der Zeit durch die Art der Arbeitstechniken, die man hat und auch durch das eigene Klangideal einen bestimmten Sound, der immer wieder reproduziert wird. Wenn die Geige fertiggestellt ist, dann bedeutet das für mich nicht, dass sie aus meinem Blickfeld verschwindet. Für mich ist es wichtig, dass meine Instrumente immer in einem perfekten Zustand sind, weil sie meine Visitenkarten sind. Ich mich immer sehr, sehr freue, wenn ich meine Kinder, meine Babys wieder auf die Werkbank bekomme. Die größte Inspiration für mich ist eigentlich immer die, gute Musik zu hören. Das sind Momente, wenn ich gute Musik höre, Geigenmusik, dann durchströme ich ein Glücksgefühl und denke mir, boah, das ist so super und das macht so Spaß, die zu bauen. Dann habe ich gleich wieder Lust, das nächste anzufangen.
Mit Glück schaffe ich 5 Geigen im Jahr fertigzustellen. Ich kriege sehr oft Einladungen von den Musikern, die meine Instrumente spielen, zu Konzerten, wo sie spielen. Das sind ganz besondere Momente, wenn man im Publikum sitzt und es wird still. Sie kommen auf die Bühne und sie spielen auf deiner Geige. Sehr berührend. Das ist wirklich sehr, sehr besonders und macht mich sehr glücklich.